Nun gut. 500 Tacken. 500 Tacken. Dafür, dass es da auf dem Schlachtfeld Dinge gibt. So, warte mal. Schneesturm, was haben wir hier oben? Wir haben eine Schwalbe, wir haben Waldkauz und wir haben eine Katze. Unbekanntentrank, Bindekraut. Wir sollten dann irgendwann mal einen anderen machen. So. Den nehmen wir schon mal zu uns. Dann essen wir auch noch. Wir essen noch was. Hier Erdbeeren. Erdbeeren sind immer gut. Bereiten uns ein bisschen vor. Wenn wir jetzt nämlich kämpfen dürfen gleich, weil wir einen Blitz heraufbeschworen haben. Na, jetzt bin ich gespannt. Okay, wir sind da. So, ich hoffe mal, ich kann mir jetzt hier was reinstecken. Ja. Ich glaube, der wird ein bisschen zäh hier, der Golem, oder? Ich habe ja dort hinten nicht die Knöpfe. Ich war nicht vorbereitet. Oh, der guckt böse. Der guckt böse. Oh, der guckt böse. Oh, der tut weh. Nur, dass ich ihm keinen Schaden mache, ne? Doch. Ich bin sowieso gleich tot. Das wird lustig. Das wird lustig. Das wird mehr als lustig. Warum ist das Ding eigentlich sofort losgegangen? Ich dachte, ich sollte erst noch die Knöpfe bewegen. Ich glaube, ich muss die Waffe schmieren. Ich weiß gar nicht, welche Waffe... Ich glaube, ich habe die falsche Waffe genommen. Ich hatte das Stahlschwert genommen, aber ich glaube, ich muss das Silberschwert nehmen, ne? Und weil das ein großer Gegner ist, muss ich auf... Wir haben ja bloß mit einem zu tun. Ich hatte den Rundumschlag aktiv. Warte mal, ich nehme das Stahlschwert trotzdem und stelle das auch mal auf Kraftangriff, ne? Ich glaube, daran lag das Problem gerade. Auf alle Fälle war es heftig gerade. So, ich gucke mir das jetzt erstmal hier nochmal an. Pylone, Pylone. Da ist auch ein Leichnam. Ach so, ja, ja, der Leichnam. So, wir gucken mal gleich, was ich habe. Wir haben hinten eine Feuerstelle. Also wir können uns auch hier vor Ort noch vorbereiten auf den Kampf. Ist jetzt also nicht so schlimm. So, dann schauen wir mal. Ich habe hier auch noch eine Rune. Rune der Erde. Schaden 1. Magische Rune, sie kann auf Klinge eines Silberschwertes eingeschrieben werden. Die Frage ist... Ich kann die nicht einschreiben. Ist doch ein Silberschwert. So, was haben wir denn noch Hübsches hier? Med brauchen wir, glaube ich, gar nicht drüber diskutieren. Das ist normale Vitalitätspunkte-Gedöns. Salpeter, Grundstoff, Schwarzpulver. Nekrophage ist es nicht. Geisteröl brauchen wir nicht. Es wäre unnötig. Hier, wir können noch den Argentia, Überzug für Silberklinge, zugefügten Schaden um 30%. Das werden wir wahrscheinlich nehmen.
Insektoidenpanzer brauchen wir nicht. Wir können noch Bomben, aber ich kann die, glaube ich, nicht benutzen. Das heißt, wir wären jetzt... Na, heute ist Tacheles angesagt bei der Ministerkonferenz da. So... Der ist aktiv. Vielleicht muss ich die auch hier aktiv setzen, die Pylonen. Scheiß. So, hat mein Schwert das Ding noch drauf? Ja, zugefügter Schaden um 60% erhöht. Ja, es ist ein guter Schritt, dass die Hausärzte und Co. Impfen dürfen. Ja. So, ich glaube, wir haben jetzt alles, was wir brauchen. Ich pack mal mein Schwert aus. Ich habe das Silberschwert aktiv. So, überspringen kann ich die Sequenz nicht? Doch, kann ich. So, ist auf stark. Ich vermute ganz stark, dass ich den nur in den Pylonen irgendwie kaputt kriege oder so. So, jetzt nutze ich die Chance. Mache ich Schaden? Ja, der Balken bewegt sich unten ein bisschen. Heile mich ein bisschen hoch. Vielleicht ist das die einzige Möglichkeit hier. Oh, das wird lange dauern. Aber wir könnten es wahrscheinlich so schaffen. Ich könnte... Upsala. Machen wir mit dem Schaden? Ich sehe das. Oder hat sich geheilt, hä? Oder müssen wir doch das Starschwert nehmen? Erstmal. Es sieht gut aus. Es sieht gut aus. Drück die Daumen. Drück die Daumen. Drück die Daumen. Warte mal. Nein, ich darf nicht speichern. Okay, ich wollte gucken. Ich wollte nur gucken, ob man speichern kann.
Okay, war ein Versuch wert. An die Pylonen zum Blitz? Naja, aber dann, dazu müsste ich ja den Blitz aktivieren, oder nicht? Ach ja, warte mal. Ach, hör auf. So. Jetzt bin ich sauer. Toll. Toll Spiel. Ah. Werd fertig mit Sinken, komm. Ja, ich eigentlich war ich ja raus. Aber das mit dem Stahlschwert scheint am besten zu funktionieren. Deswegen, ich glaube, ich werde die Geschichte hier in Angriff nehmen mit dem Stahlschwert. So. Gucken wir mal, wie sieht's aus. Wir haben 1 Stunde 28, 3 Stunden 29 für die Vitalität. Haben wir noch irgendwas, was wir aufputschen könnten? Wir nehmen das... Nekrophagen brauchen wir nicht, das ist Quatsch. Alchemistenpulver ist auch Quatsch. Schwarzpulver ist... haben wir nicht. Ich glaube, hier können wir nicht viel mehr machen. Wir werden mit dem Stahlschwert drauf losgehen. So. Ich meine, ich kann ja Folgendes machen. Da verlieren wir jetzt ja nichts. So. In der Hoffnung, dass die an sind. Oh, das hat funktioniert. Das hat funktioniert. Der hat die Hälfte runter. Hier. Jetzt geht aber draußen rum, oder? Oh oh. Mist.
Ich glaube, das klappt. Ich glaube, der Hinweis war doch richtig. Nur die Ausführung, die krankte gerade bei mir. Da ist eine Marke. Ja, ist halt peasy, easy peasy hier. Super. Warum nicht gleich so? Schnell speichern. Okay, also dreimal Blitz und es hat ausgereicht. Sehr, 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 sehr gut. Sehr, sehr, sehr gut. Ja. Und nun haben wir das Herz. Ich brauche nur noch den letzten Sepira. Ja, und wo ist der letzte Sepira? Ich brauche nur noch den letzten. Ich muss in die Sümpfe gehen. Siehst du, das müssen wir auch noch machen. Mal querfeldein. Okay. Wir brauchen noch einen. Ohne den können wir nämlich nicht den Magierturm öffnen. Warte mal, da oben ist doch auch... Warte mal. Welche haben wir jetzt bekommen? Die Netza. Okay, das können wir... Können wir hier gleich... Oh. Können wir anscheinend nicht gleich. So ohne weiteres. Ach, ich weiß, wo der sich verkrümelt hat. Ja, ja. Hier mit den Wächter hier vorne. Stimmt, 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 stimmt. So, da gehen wir noch nicht kurz hin. Wir machen noch schnell den, den Monolithen hier. Schallkraut. Da ist er. Ephira und Obelisk sind verschmolzen. Die alten Zauber funktionieren noch. Da ist Yevin. Ah, Hexer. Viel los hier. Ein Ausbildungslager? Wir müssen trainieren, damit wir gut kämpfen können. Glaubt ihr wirklich, dass dieses Häuflein etwas ausrichten kann? Können ein paar Steine einen Erdrutsch auslösen? Kann ein einziger Funke ganze Städte niederbrennen? Ihr braucht nicht zu antworten. Wir kennen beide die Wahrheit. Ja? Ja? Habt ihr noch mehr Arbeit für mich? Ihr scheint euch im Sumpf auszukennen. Und ihr habt uns einen Dienst erwiesen. Ja, da wäre noch etwas. Ich höre zu. Ich habe gehört, dass Ritter vom Orden der Flammenrose in den Sumpf eingedrungen sind. Diese Fanatiker hassen Anderlinge. Früher oder später werden sie auch uns nachstellen. Was hat das mit mir zu tun? Ich möchte, dass ihr die Einheit zum Golem-Totenacker führt. Dort warten Hafkaren. Sollte sich das Blatt zum Schlechten wenden, erwarte ich, dass ihr die Einheit am Weglaufen hindert. Na toll, Ich bin mir nicht sicher, ob ich da reingezogen werden möchte. Diese Entscheidung braucht Zeit. Das ist auch vollkommen richtig.
Ja? Ich habe Vivaldis Antwort. Er schickt Worte, kein Gold. Ich dachte es mir schon. Also waren meine Bemühungen vergebens? Ganz im Gegenteil, Hexer. Vivaldi kann oder will uns nicht helfen. Die Information ist dennoch bedeutsam. Hat er Gründe für seine Weigerung genannt? Ich vermute, er tritt für tritische Form einen Demarsch durch. Nee, er ist bankrott, ne? Derzeitig. Ja, ihm gehört die Bank nicht mehr. Das war doch der Punkt. Vivaldi ist bankrott. Ja. Interessant. Die Bank macht gute Geschäfte, trotzdem ist Vivaldi bankrott. Danke, Geralt. Ich habe da eine Idee. War das richtig? Ja? Ja? Worauf bereitet ihr euch vor? Das geht euch nichts an, Hexer. Aber ihr seid nicht auf den Kopf gefallen. Denkt gründlich nach. Vielleicht kommt ihr dahinter. Ein Aufstand gegen die Menschen? Was ist, wenn ich die Behörden informiere? Ich muss euch korrigieren. Wir wollen den Krieg gewinnen, den wir führen, und nicht einen Aufstand beginnen. Und ihr wollt uns verraten? Anderling, der ihr seid? Die Menschen würden euch nicht ernster nehmen als uns. Und selbst wenn sie auf euch hören, wir sind vorbereitet. So gut, dass uns nichts mehr aufhalten kann. Visima wird schon bald brennen. Ich hoffe, ich bin schon lange fort, wenn das losgeht. So wie ich euch einschätze, werden wir uns sicherlich auf dem Schlachtfeld begegnen. Die Frage ist nur, für welche Seite entscheidet ihr euch? Meine eigene. Ihr seid unschuldig wie ein Kind. Ihr werdet sehen, es ist unmöglich, im Krieg neutral zu bleiben. Das werden wir sehen. Ja? Ja? Lebt wohl. Tja. Hätten wir das auch. Wir haben eine Quest, die noch mit der ganzen Sache zu tun hat, beziehungsweise damit verbunden war. Und das ist die von Kalkstein, beziehungsweise mit Vysima vertraulich. Wo sind wir? Hier. Da kommen wir nicht. Lager, Spieler, das. Das ist ein bisschen weit weg hier für einen Teleport. Aber wir müssen leider so weit laufen. Wir gehen nochmal nach Vysima. Ich speichere dann mal ab und wir gucken mal, ob wir irgendwas. Achso, geht ja so nicht, warte. Ob wir irgendwas mit der Quest gerissen bekommen. Selbst wenn, wie hieß er, Bockwurst, keine Ahnung, nichts damit zu tun hat, ist er trotzdem ja ein Bösewicht. Oh, warte mal, das ist der Turm, da wollen wir ja noch hin, ne, warte mal. Verschlossen. Och, man kommt ja auch gar nicht raus. Ach, herrje, Mini. So, warte mal, kommen wir hier. Aber hier hinten kommen wir, glaube ich, rum. Oder auch nicht. Eisen durch, warum auch immer. Hm.
So, dann lass uns mal wieder zurück teleportieren und dann schauen wir mal, was wir da noch machen können. Denn hier war nämlich beim Eisengolem ja auch die Marke mit dabei und die Quest ist eigentlich mehr oder weniger eine Questreihe von dem Kalkstein. Wird er uns dann freundlich gesinnt, falls er unschuldig ist, wenn wir das Problem mit dem Magiertum lösen? So, hier. Kann man vielleicht auch sagen? Also angenommen, was heißt angenommen? Wir sind ja der Meinung, dass der Detektiv so ein ganz finsterer Geselle ist. Der ist nicht koscher. Wenn ich jetzt also einfach mal die anderen hier angreife, ist das irgendwie nicht so richtig. Also ich weiß nicht. Das passt nicht. So, wir müssen dahin. Kann ich irgendwie im Dialog vorgaukeln, dass ich was getan habe? Wie spät ist es? Das ist bestimmt wieder schlafen rum, wa? Was mich so stark verwundert, ist das hier auch, dass er Fistech auf dem Tisch zu liegen hat. Ja? Ich habe einen Verdächtigen. Spuckt es aus, Geralt. Hauptmann Vincent. Wohl kaum. Selbst wenn er den Professor befreit hätte, wäre er deshalb höchstens ein korrupter Bulle. Aber wenn er Schmiergelder von den Salamandra annimmt... In dieser Stadt sind die Räder der Marktkarren das Einzige, was nicht geschmiert ist. Ohne Beweise verschwenden wir unsere Zeit. Konzentrieren wir uns auf Kalkstein und Boxfleisch. Ich habe einen Verdächtigen. Spuckt es aus, Geralt. Es ist der Hehler Thaler. Eine mysteriöse Gestalt, die bestimmt schmutzige Geheimnisse hat. Die haben wir alle. Es wäre gut zu wissen, was er verbirgt. Aber Boxfleisch und Kalkstein bleiben meine Hauptverdächtigen. Ich bin bereit für Boxfleisch. Gut. Er ist der Anführer vom bewaffneten Arm der Salamandra. Ich bin noch nicht so weit. Ja? Ich bin bereit für Bock. Gut. Warte mal. Das wird... Ja? Ich sollte mich um Boxfleisch kümmern. Ihr müsst ihn ausquetschen. Wir brauchen so viele Informationen wie möglich. Wie ihr das anstellt, bleibt euch überlassen. Wir sprechen uns noch. Okay, warte mal. Was? Statt er jetzt, ich muss ihn doch nicht umbringen, oder was? Doch, ich muss ihn töten. Ja? Wir sprechen uns noch. Muss ich ihn wirklich umbringen? Das
So, Boxfleisch ist da. Was könnten wir? Was würdet ihr gern wissen? Lebt wohl. Was soll ich nichts. Tun? Nichts wollen wir wissen. Okay, dann versuchen wir wieder unser Glück hier. Also müssen wir wahrscheinlich doch uns durchprügeln. Sieht so aus, als müsste ich mich um diese Idioten kümmern. Okay. Habt ihr beantwortet? Dann hatten wir schon, ne? So, nochmal, komm. Na gut, kommt rein. Vielleicht sollte ich mich vorher erstmal um die anderen kümmern hier. Die kamen ja da durch die... Ich glaube, die Tür gibt's nicht, ne? Die Tür geht einfach bis so auf und dann kommen die dann raus. So, und du, mit dir kann ich leider nicht reden. Was wollt ihr? Wie geht's? Alte Huren haben Flügel. Haut ab, Hexer. Ja, weil wir ihn beschuldigt haben. Ich glaube, das war ungut, was wir getan haben. Na gut, du musst sterben. Oh, tschüss. Meine Aufgabe sagt... Wie sie alle kommen hier. Ey. Halt. Nein. Geralt, trinke schneller. Schneller. Ihr Dreckskerl! Wir sind tot. Ui. Ach so, das war er. Deswegen war da so viel drinne. Ach, ob das so die beste Entscheidung war. Aber ich glaube, das ist die einzige, die wir hatten. In der Konstellation, in die wir uns manövriert haben, auf jeden Fall. Reitpeitsche. Uiuiuiui. Noch irgendwas hier? Hier sind noch Bier... So, was sagt die Aufgabe? Raimund davon zu berichten. Naja. Es waren ja schon finstere Gesellen. Also ist ja jetzt nicht so, dass wir, ne, dass wir da irgendwelche Unschuldslämmer da über den Jordan geschickt haben. Eigentlich haben wir der Stadt hier einen Gefallen getan. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, die Wolli hatte letzte Mal nachgeguckt und ich spiele auf Mittel, also normal. Weil ich kann auch den Schwierigkeitsgrad nicht runter drücken. Was kann ich hier mitbringen? Achso, so. Wieso war der Kampf jetzt zu einfach oder weswegen fragst du? Ja? Tja. Ich habe Boxfleisch getötet. Ausgezeichnet. Damit habt ihr der Organisation das Rückgrat gebrochen. Ich habe keine Beweise gegen ihn gefunden. Er war völlig sauber. Wir reißen Kalkstein den Beweis aus den toten Händen. Er ist Azar Yavets oberster Gehilfe. Vielleicht ist er sogar Yavet selbst. Ich verstehe. Ihr habt alles geplant. Hab ich. Wir locken ihn in eine Falle. Der Turm im Sumpf interessiert ihn. Verwenden wir den als Köder. Ich warte dort. Geralt, wir nähern uns dem Ende unserer Ermittlungen. Die Lösung ist nicht mehr weit. Wie gehen wir vor?
Wir müssen sicherstellen, was in dem Turm verborgen ist. All die Bücher und Schriftrollen sind Köder für unsere Zielperson. Fehlt nur eins. Ich muss noch die Turmtür öffnen. Dieser Stein ist der Schlüssel zum Turm. Jedenfalls ein Teil des Schlüssels. Ach. Sorgt ihr nur dafür, dass sich Kalkstein wie vereinbart dafür interessiert. Ach. Ob es jetzt schlimm ist, die Weiber... Guck mal, oben wieder, der zappelt was zusammen, unser Amulett. Ja, ob es schlimm ist mit diesen Weiberkarten... Ich weiß nicht. Ich kann schlecht oder schwer beurteilen. Es ist nun mal eine Romanfigur. Die Götter haben einen Boten mit Flammenschwert geschickt. In einer fiktiven Welt, in einem fiktiven Zustand, emotionslos. Ich weiß nicht mal, ob er wirklich emotionslos ist. Ja, also wenn man sich dann später im dritten Teil die Sachen anguckt, also sei es jetzt so Triss oder Yennefer, je nachdem, ne, welche Entscheidung man gefällt hatte. Sowas geht eigentlich nicht ohne Emotionen, ne? Ein ziemlich verrücktes Land. Ja, es ist. Aber es ist in vielen anderen Spielen ja auch so. Also was heißt in vielen, aber in anderen Spielen, wo es Gegenstand der Dinge ist. Vielleicht hätte man das noch so umbauen können, aber da hat ja mitunter auch immer noch der Schriftsteller im Wort mitzureden. Ob das vielleicht egal gewesen wäre. Vielleicht wäre er hier mit, Rittersporn, ne? In eine Kiste gestiegen oder so. Bringt mich auf die andere Seite. Die Zeit steht nicht still. Habt ihr euch entschieden? Kann's losgehen? Na, emotionslos im Sinne von gefühlskalt und eben halt impotent. Ne? Also nicht impotent, unfruchtbar, so rum. Unfruchtbar, impotent ist er ja nicht. Wie oft wollt ihr noch fragen? Zum Sumpf. Ich bin heute drüber gestolpert auf YouTube über eine Sache, dass es halt Bordelle im dritten Teil gibt. Die habe ich nie gesehen. Ungelogen. Die habe ich nie gesehen, weil ich dachte, es hat irgendeine Auswirkung auf den Charakter. Wenn ich da irgendwie rumfuhrwerke oder so, ne? Was ist denn da? Was lauert denn da im Dunkeln? Vor allem, warum sind wir hier im Dunkeln da? Ja, genau, Fischer. So, du bist Jean-Pierre, alles okay? Was gibt's? Was gibt's? Lebt wohl. Sind sie, glaube ich, auch, ja. So, ich mach mal hier Tag, damit wir nicht gestört werden, ne? Haben wir noch ein Level-Up möglich? Ich weiß es gar nicht. Ja, wir haben noch ein Level-Up möglich. Leider, oder doch... Parieren. Wir könnten jetzt mehr Niederschlagresistenz. So oft sind wir noch nicht umgefallen. Aber parieren ist, glaube ich, praktisch. Wenn wir 10% mehr Pariermöglichkeit beim Kämpfen haben, das nehmen wir mal. Okay. So, und ich wollte... Ach, nee, ist ja tagüber. Aber ich mache trotzdem zum Morgen hin. So. Vielleicht ist dann auch der gottverdammte Regen weg. Ich hab schon wieder Hunger. Ich sag bloß das Einhorn, ne? So, haben wir die Quest aktiv? Ja, haben sie natürlich nicht aktiv. Mysteriöser Turm. Nein, nicht mysteriöser Turm. Wir müssen noch einen Obelisken vorher setzen. Das heißt, wir müssen einmal querfeldein.
Das machen wir jetzt. Ja. Na, war das nicht Einhorn? Doch, weißes Pferd. Die Sache mit dem Einhorn, na klar. Musst mal googeln. Ich glaube, das kommt im zweiten Spiel. Ja, ich habe jetzt, ich weiß gar nicht, wer das gesagt hatte letztes Mal, dass hier zum Beispiel die Druiden, die wir vorhin gesehen haben, dass die im Original gar keine Klamotten anhat. Hat mich dann doch schon ein bisschen verwundert, warum dann die Mods das reingepatcht haben. Ja, dass die das reingepatcht haben. Hatten wir die schon? Ja. Du hattest das. Ah, okay. Ich war mir bloß nicht mehr sicher, wo. Oder wer das gesagt hatte. Die ist nackig. Na, bei mir ist sie nicht nackig. Na, jetzt bin ich mal gespannt hier. Och, die Strikes sind eigentlich egal. Apropos, das Spiel gestern mal so ab, so als Hinweis, ja. Das Spiel gestern, was wir angefangen hatten zu spielen, wo ich immer gesagt habe, Mensch, die Musik klingt super, aber die ist bestimmt lizenziert, ja. Ist gleich, wups, auf YouTube Werbung vorgeschaltet worden. Alle Sephira sind an ihrem Platz. Mein Medaillon vibriert wie verrückt. Also scheint der Spruch noch zu wirken. Die Turmtür sollte offen sein. Kalkstein wird Augen machen. Ist der Turm jetzt so offen und ich muss jetzt, kann ganz normal reingehen oder ich kann den Turm nur betreten? Okay. Dann speichern wir mal sicherheitshalber nochmal ab. So. So. Und gehen jetzt zum Turm. Ja, ob das Twitch-friendly ist, weiß ich auch nicht. Aber ich meine, es gibt ein paar Sachen, auch diese künstliche Aufregung bei Cyberpunk wegen, ja, dass man jetzt den Penis da nicht, ne, zeigen oder ausgeblendet wird. Oder keine Ahnung, ich habe es nicht mal ansatzweise verstanden, wo das Problem liegt. Man muss da nur nicht alles groß zeigen, ja. Also jetzt im Stream oder so. Sollen sich die Leute das dann kaufen? Zum Beispiel. Wenn sie unbedingt das sehen wollen. Die richtig harten Szenen oder so. Oder gehen in eine FSK 18 Abteilung. Das geht natürlich auch. Ich hatte aber jetzt, wo ich drüber nachdenke, ich glaube bei ein oder zwei Folgen, Witcher 3 war ja mein allererstes Spiel, was ich dann überhaupt irgendwie hier ins Format gepresst hatte, ne? Also auf YouTube. Und ich hatte bei zwei oder drei Folgen das Problem, dass da eben halt ab 18 gesetzt wurde. Also was heißt Problem? Ist doch normal, ne? Ja, einige übertreiben es recht viel, aber das ist jetzt keine, also ist jetzt nur eine Information. Ich habe echt auch Kanäle gesehen und wahrscheinlich ist man deswegen so sensibilisiert, wo das bewusst auch in Kauf genommen wird. Und ich weiß nicht, ob das so gut ist. Vor euch sitzen dann natürlich meistens Kerle, die dann dahinter, also dann vor den Rechnern sitzen und dann das auch noch befördern und befeuern. Aber ich weiß nicht, ob das so sein muss, zumal das ja auch ein Portal ist. Entweder müssen sie es halt auf 18 schalten und dann muss irgendeine Legitimationsprüfung oder sowas kommen. Oder aber, wenn es eben halt nicht abstufbar ist, also ab 18-Modus oder wie auch immer, dann muss man eben halt die Plattform
muss man halt schon ein bisschen sauber halten und dementsprechend auch dann Du-Du aussprechen oder so. Aber das mit dem Bücken, gut, ja. Nein, wie gesagt, ist nicht unterstellt, dass es von ihr Absicht war oder sonstiges. Ihr redet jetzt wirklich von anderen Szenen, die ich jetzt hier und da mal sehen durfte oder musste, wie auch immer. Wo ich dann denke, ey Gott, wer guckt sich das an? Da sitzt eine eben halt halb, wirklich, naja nicht, halb nackt im Bikini in einem großen Jacuzzi und streamt das Ganze. Gut, es gibt Zuschauer, aber da frage ich mich dann auch, da kann man auch andere Plattformen dann nehmen, um das zu machen. Zumal die Intention ja wahrscheinlich irgendwie anderer Natur ist. So, soll ich mit dir reden oder was? Genau, als Clickbait. Brennt ihr nicht darauf, die Wahrheit zu erfahren? Ich würde mich lieber auf meine Aufgabe konzentrieren. Soll ich das Buch aus dem Turm bringen? Ja. Kalkstein darf uns nicht zuvorkommen. Ich hoffe, dieser Mörder hat den Köder geschluckt. Ich glaube... Und Catalina. Dafür habe ich gesorgt. Oh, ich glaube, Geralt weiß Bescheid. Brennt ihr nicht darauf, die... Ich... Ja. Okay, ich glaube, Geralt weiß Bescheid. Wir gehen in den Turm und werden jetzt wahrscheinlich von Geistern angegriffen. Kreis des... Was? Zeichen Heliotrop. Ihr habt das Heliotrop-Zeichen gelernt, welches eingehende Energie absorbieren kann. Durch Magie, Elemente, Schall oder sogar Säure verursachter Schaden kann reduziert oder komplett geblockt werden. Wenn benutzt, erstickt es Feuer. Wählt ein Zeichen auf der linken Bildschirmseite rechts liegt, um den Zauber zu wirken. Heliotrop verschwindet nach wenigen Sekunden. Nutzt es deshalb weise. Zur rechten Zeit gewirkt, kann es euer Leben retten. Wir haben ein fünftes? Echt jetzt? Und wir haben hier ein Buch. Und einen Bekannten. Oh, warte mal. Ich muss. Also, das ist hier nicht gut. Können wir das irgendwie hier wieder auslagern? Nee, unbekannter Trank. Hier, die Zuckerpuppe essen wir. Oh, haben wir schon mal. Einen Platz haben wir jetzt schon mal. Dann nehmen wir noch das hier mit. Da haben wir schon mal zwei Plätze. Sehr schön. Dann haben wir noch irgendwas hier. Da haben wir drei Plätze. Wir essen einfach. Und wo haben wir noch einen vierten Platz? Dann könnten wir noch, was sagen unsere Waffen? Ich vermute mal ganz stark, wir müssen noch kämpfen. So, ich nehme erstmal das Buch, ne? Oh, das ist ein Questgegenstand. Kann ich aber trotzdem lesen, okay. Ah, siehste, Großmutters Tagebuch. Das Tagebuch ist mit einem rosa Band zugebunden, auf dem einmal steht mit Kitty Handschrift geschrieben. Wer auch nur eine Seite liest, erzürnt ein furchtbar garstiges Biest. Okay? Und hier haben wir das Buch des Magiers. Oh, oh, oh. Und hier sieht man, wieso Geralt seinen nächsten Gegner einfach überrollte. Wieso? Wieso überrollte er den? Allem Wahnsinn zum Trotze kam also zu erstaunlichen Ergebnissen. Er kam zu dem Schluss, dass er das Geheimnis der Belebung unbelebter Materie lernen würde, wenn er lernt, Energie zu beleben. Also führt aus, dass ein Golem nur funktionieren kann, wenn er mit einer lebendigen Macht erfüllt ist, die den göttlichen Lebenshauch nachahmt, mit einer Seele. Ach so, weil ich ihn gefüttert habe. Ja, na klar. Er überrollt ihn definitiv. Jetzt verstehe ich es. Entschuldigung. Der Hexenmeister hatte keine Gelegenheit, seine Forschung zu beenden, aber mit seinen Experimenten löste er das Geheimnis von Donner und Schild. Also konnte lebendige Blitze herbeirufen, die ihr Ziel aufspülten und verfolgten und einen lebendigen Schild beschwören, der diese Blitze freisetzte. Die Narren sahen seine Entdeckung nur als Waffen, mächtiger noch als der Witch von Maribor oder der berüchtigte Koschtschei. Freilich ist mir ganz klar, dass Alsus Donner nur ein weiterer Schritt auf dem Weg zur Erschaffung eines vollkommenen Wesens ist. So,
Kohle, 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 Kohle. Ein Goldring, das gibt Geld. Diamantenstaub. Wir haben einen roten Meteoriten. So, und jetzt haben wir keinen Platz mehr. Aber hier sind Alchemie. Hier sind Erdbeeren. Brauchen wir nicht. Schweinefleisch brauchen wir nicht. Süßigkeiten haben wir noch. Hundeteig. Nein, hier ist Hundeteig. Komm, den brauchen wir. Flatterfangzahn. Was können wir denn? Wyvernfleisch. Wir nehmen das Hühnchen weg. Komm, das kann weg. So, Hundeteig nehmen wir mit. Und hier ist aber noch ein unbekannter Trank. Den müssen wir unbedingt mitnehmen. Und du bist Quecksilberlösung. Dafür haben wir Platz. Schwarzpulver haben wir Platz. Und hier ist ein einheimischer Peperowka. Was können wir denn wegschmeißen? Hier, ich hatte versucht, die Rune der Erde zu benutzen, aber ich kann sie nicht benutzen. Ich weiß nicht, wie das funktioniert oder ob das nur funktioniert, wenn man meditiert, ne? Wyvernfleisch lassen wir mal. Keine Ahnung, ob es sinnvoll ist. Aber ich habe hier keinen Platz. Ich werde mir hier Alkohol loswerden oder so. Hier, Lagerbier, komm. Ich brauche den Trank. So. Ist ja nicht weg. Wir können jederzeit hierher kommen und die Sachen mitnehmen. So. Haben wir noch irgendwas Hübsches? Nein. Ach so, das war's. Wir haben das Buch und jetzt gibt's, glaube ich... Oh, ich glaube, jetzt gibt's Drescher. Warte. Ich glaube, dass uns Marlo hier jetzt einen überhilft. Bald erfahrt ihr die Wahrheit. Gut, ich bin schon leicht ungeduldig geworden. Was machen wir jetzt, wo wir die Schätze aus dem Turm haben? Wie locken wir den Magier hierher? Er ist bereits hier. Ich sehe nur euch. Ihr sagt es. Der Detektiv war mir auf der Spur und ihr habt ihm vertraut. Ich habe ihn getötet und seine Identität angenommen. So habe ich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Ich brauchte euch, um den Turm zu öffnen. Jetzt brauche ich euch nicht mehr. Na, 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 na. Oh. Was ist... Komm, Geralt, schlag den doch. Oh. Geralt. Oh, gestunt. Geralt, komm. Nervt. Und ich bin gleich tot. Wer denn? Ich folge euren Befehl, Meister. Ich höre und gehorche, wie es ein Djinn tun wird. Professor, lass den Unsinn und erledigt. Wisst ihr, Hexer, bei so viel Wasser fühlt sich Azar nicht wohl in seiner Hand. Feuermagier sind angeschaut. Er braucht mich, wenn es sofort wird. Schön. So schlage ich zwei Trommeln. Ich versuche hier gerade. Diese Fahrt ist jetzt zu Ende. Ja, das ist super. Ich bin gleich tot. Ich bin tot. Das ist
Okay, vorbereiten.